Guten Morgen, meine Lieben. Hier ist wieder eure Barbara vom Sternklaren Kartenlegen. Und ich habe für euch heute wieder eine Tageskarte aus dem Zigeunertarot gezogen. Und heute heißt die Karte der Handschlag. Und bei dieser Karte geht es um eine Abmachung. Ne? Eine Abmachung zwischen zwei Parteien. Das kann mit eurem Partner sein, das kann was Freundschaftliches sein, das kann auch was Geschäftliches sein. Und dabei geht es dann auch um gegenseitige Unterstützung, das Geben und Nehmen, dass das eben im Einklang funktioniert. Und deswegen solltet ihr heute drüber nachdenken, wem kann ich vertrauen, wem kann ich da entgegenkommen, wo habe ich vielleicht was versprochen, wo ist Handlungsbedarf, oder wo sollte ich nochmal nachschauen? Bei wem gilt es noch ein Versprechen einzulösen? Wer hat mir was versprochen? Wie sieht es in diesen geschäftlichen Beziehungen aus? Und vor allen Dingen geht es auch darum, lernen zu vertrauen. Das ja auch ganz schwer geworden ist in der heutigen Zeit und viele Probleme damit haben, jemand zu vertrauen. Und der Handschlag symbolisiert, dass es durchaus Menschen gibt, denen man vertrauen kann. Denkt mal heute darüber nach und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Mittwoch. Bis morgen, eure Barbara.